Guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge LS19. Mich am mit mir, dem Peter Müller. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, ihr seht. Okay. Ja, ihr seht oben rechts angezeigt. Wir haben 0 Grad der Boden im Boden. Es wird wärmer, es wird wärmer. Schicken, es wird wärmer. Leute, es wird wärmer. Freut euch. Ich freue mich, glaube ich, nicht. Das heißt, im Umkehrschluss, wir können grob anfahren. Yes! Der Boden ist sogar ziemlich trocken, glaube ich. Das heißt, es müsste gar nicht so schwer sein, diesmal zu grubbern. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir hoch. Der steht hier oben. Und holen unseren Schlepper und fangen an. Also gucken wir mal hier bei den Tieren, ob da irgendwas gemacht werden muss. Hier muss ein bisschen Wasser nachher gefahren werden, das kann ich ja machen. Übrigens, ich glaube, ja, guck mal, der erste Kalb ist gekommen. Weil unser erstes Kälbchen ist hier. Von der Nacht. Es wiegt 45 Kilo, also 6 ist gesund, würde ich sagen. Die Mutter hat schon Milch abgegeben, 166 Liter, also. Da kommt ordentlich was zusammen, hoffentlich an Milch. Und ja. So. Oh, das. Grapping. Schön nicht dran haben, die Frontlader eigentlich. So. Ich würde sagen, wir schwingen uns dann mal das Frontgewicht dran. Das liegt nämlich da unten. Upp. Mal auf das Türchen. So. Dann klappen wir das Ding mal dran. Zurück. Gut, passt doch. Dann fahren wir wieder hinten hin. Und den Grubberraum ab. Von Axel Brüch. Angst für die Türabfahrt hier irgendwo. Das wäre kacke. Ich weiß, dass ich das Ding noch machen muss. Ein Beistert. Ah, so müsste schon. Ja, so geht doch. Perfekto. Ding hoch. Tür nicht zumachen. So, hier ist unser Feld. Okay. Irgendein Mod hier in Kombination macht Scheiße. Eigentlich hat mir. Ach Gott, drinnen, dann sind wir nachher. Okay, Leute, ich muss gerade mal rausnehmen. Bis gleich. So, Leute, ich bin wieder da. Also, scheinbar lag es an dem Mod Proceed, dass der das hier ein bisschen. Ja. Das stört, würde ich mal sagen. Aber egal, es passt ja. Mal als C, SGS. 3 Meter passt ja auch. Kurs A Punkt 90 Richtung setzen und dann hinzufügen. Ah ne. 3M 90 Grad. So. Hinzufügen, fertig. Ja, was hat jetzt hier nicht funktioniert? Dankeschön.
So. Gut. Kann ja alles gekrobert werden, das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ich habe eben so realistische Ladegewichte mal rausgenommen. Weil Rea hat ja realistische Ladegewichte mit drin, das wäre ja alles schwerer in Rea. Sehe ich jetzt zum Beispiel hatte also das Gewicht vorne. Abkoppel. Und den Grubber hochhebe. Seht ihr? Er ist schon schwer. Normal im Standardspiel ohne Rea wird das jetzt funktionieren. Und von daher habe ich noch ein realistisches Ladegewicht mit rausgenommen, weil das wird zu übertrieben für Gewicht. Schwer. Ich meine, der Boden ist ja trocken. Es hat ja kaum geregnet. Und soll ja erst morgen wieder regnen. Ja, Abend. Freitag, Mittag soll es regnen. Das heißt, wir müssten eventuell Moonpacer mit ansehen. Und das Gras müsste dringend aufs Feld. Heute wäre schon schön, wenn wir heute das Gras drauf kriegen würden. Wir könnten, klar, wir könnten auch im Regen säen, aber weiß nicht. Ganz recht, dass wir die waren. Okay, es lag doch nicht an Rea. An dem Mod. Ich kann nicht sagen, woran das liegt. Das ist ein Rea-Lernerweiterung. Weil beim Fahren geht es ja, also von daher. Einfach mal so weiter und gucken, wie es entwickelt. Ich weiß, dass ich hier ein bisschen doof gemacht habe hier mit dem Zaun, aber ja. Wir gucken einfach mal nicht hin, dann passt das, würde ich sagen. So, nun gut, aber von meinem Empfinden würde ich sagen, machen wir in der nächsten Mal mal ein bisschen Timelapse hier vom Koban. Und ja. Gucken, weil ich jetzt grob, ich habe nicht mehr so viel Zeit heute zum Aufnehmen. Deswegen noch ein bisschen die Folge aufteilen, heute ein bisschen was aufnehmen, morgen das aufnehmen und so weiter und so fort. Und ja, da gucken wir nochmal, wie viel ich heute schaffe. Ich kann nichts versprechen, dass ich heute eine Folge aufnehme. Deswegen wird es auch einen komischen Cut geben, eventuell. Vielleicht finde ich noch den Fehler dieses Mods, was hier für Twitch ist. Ah, ja. Weil ich sehe jetzt auch hier die Konsole. Komplett im Arsch. Ich weiß nicht warum. Einer von euch weiß warum. Gerne mal Bescheid sagen, aber ich weiß es nicht. So, macht's gut und viel Spaß mit der Timelapse.
So Leute, alles gekrobert, ihr habt's gesehen, das Feld ist jetzt komplett durchgeorgst mit dem Grubber, alles fertig. War eine Heidearbeit und ja, der Händler hat gesagt, er hat etwas für mich, ich soll morgen mal vorbeikommen. Ich bin mal gespannt, was es wird, ich soll morgen einfach mal vorbeikommen, hat er gesagt. Morgen früh irgendwann zwischen 9 und 12 soll ich da sein, ansonsten habe ich Pech. Also komme ich mal früh zwischen 9 und 12 mal da hoch, mal gucken, was da gibt, so. Und eine Sache ist, wenn wir hier gucken bei den Tieren, denen geht's gut. Die brauchen nochmal Wasser, aber das machen wir nachher. Erstmal jetzt noch ansehen. Also heute fahren wir nicht mehr ansehen, habe ich beschlossen, denn wenn wir uns das Wetter angucken, ihr seht, morgen soll es auch mal trocken bleiben vormittags, dann können wir vormittags noch ansehen. Weil wenn dann warm ist, wird der Boden noch ein bisschen wärmer, dann passt das, weil wir brauchen 3 Grad. 3 Grad, die haben wir noch nicht ganz, deswegen warten wir noch ein bisschen damit. So, oh, das heißt, wir lampeln das hier nochmal ab. Abgeschnubbelt, so. Gut, dann. Fingen wir uns nochmal eben an den Futtermecher, fahren Futter hin. Also erstmal fahren wir Wasser. Vielleicht sinnvoller. Stroh ist noch genug. Ja, Stroh reicht noch bis morgen. Stroh reicht noch bis morgen. So, mittags brauchen wir heute mal keiner. Ich hab Bock gerade zu, ich hab gar keinen Hunger, ehrlich gesagt, sogar Mittag zu essen. Aber ein bisschen knapp gerade, aber passt ja alles. Easy cheesy, so. Wenn ich morgen eh zum Händler kommen soll, nehme ich einen Trecker mit, vielleicht hat er ja gerade Zeit, kann er noch warten. Morgen im Laufe des Vormittags. Weil ich brauche nichts zum Ansehen. Na, mal gucken. Nachdem, wenn er sagt, vielleicht kriege ich wenigstens einen Termin dafür. Ich soll abends irgendwann vorbeikommen soll, oder am nächsten Tag, wenn es regnet. Lass mir einfach nur noch schnell drüber schaut und ihn wartet, das wäre nice. So, kann noch Wasser bringen und dann war es halt auch wieder für heute. Wenn wir uns das nochmal angucken, bei den Tieren. Und so Wasser brauchen die nix. Heute Abend gehe ich eh nochmal gucken, wenn ich heute Abend nochmal ein bisschen was für nachfüttern. Naja. Den Kälbchen haben wir noch kein neues bekommen. Aber die nächsten kommen jetzt bei Nacht. Zwei Stück werden über Nacht wahrscheinlich noch kommen. Also kenne ich nicht das Problem. Die kommen noch. Ja. Gut, dann aber wieder nach Hause. Schießen, das ist das Wort. 30 über den Feldweg zu schottern. Schottern ist schon ganz schön. Eieiei, vor allem so ein Schlagloch, das wird die Axt zerfetzen, echt wahrscheinlich. Jetzt kannst du teilweise in echt nicht mal mit 20 mal Feldweg schießen, weil einfach BOM! Schläge gibt auf dem Trigger und dann noch mit Mehrweg hinten dran, das schlägt so extrem, da kann der Haus den ganzen Trigger kaputt. Die können wir nachher noch, die lassen nachher noch wahrscheinlich und da räumen die weg. Ist noch ein bisschen was Arbeit hier, die ich aber nicht unbedingt jetzt filmen wollte, weil die spannend ist. So. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ich mal lassen wir runter. Ich würde gerne morgen vorbei, da werden wir zum Händler fahren und ansehen. Macht's gut, bis dann und auch nicht vergessen. Ciao, Leute!